Willkommen zurück zum Abschluss der Videoreihe zu den Teilbarkeitsregeln. Ich bin Stefan und werde dich in diesem Video begleiten. In diesem Video werde ich dir einige verschiedene Aufgaben zu den Teilbarkeitsregeln stellen. Drücke bitte einfach nach jeder Aufgabenstellung auf Pause und löse sie zuerst für dich allein. Wenn du dann fertig bist, gehen wir die Lösung wieder gemeinsam durch. Wenn du von Teilbarkeitsregeln noch nie etwas gehört hast, oder dir bei manchen Regeln noch unsicher bist, schau einfach in den vorherigen Videos der Reihe vorbei. Dort gehen wir diese gemeinsam durch. Dann starten wir gleich mit der ersten Aufgabe. Hier liegen kreuz und quer 5 Karten mit verschiedenen Ziffern. Ich möchte nun gerne 4 Karten davon wählen, und zwar so, damit ich mit diesen 4 Ziffern immer eine Zahl bilden kann, die durch 9 teilbar ist. Welche dieser 4 Karten sollte ich nun wählen? Wenn du überhaupt nicht weiter weißt, gebe ich dir vor der Lösung noch einen kurzen Hinweis. Ansonsten drücke hier kurz auf Pause und versuche, die Aufgabe zu lösen. Hier ist der Hinweis. Erinnere dich an die Teilbarkeitsregel durch 9. Du musst mit der Quersumme arbeiten. Fertig? Schauen wir mal, ob wir die gleichen Karten gewählt haben. Ich habe 1, 4, 5 und 8 gewählt. Wieso? Wie uns die Teilbarkeitsregel der 9 gelehrt hat, ist eine Zahl durch 9 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 9 teilbar ist. Wir müssen uns also nun 4 Ziffern suchen, die eine Quersumme bilden, die durch 9 teilbar ist. Bei 1 plus 4 plus 5 plus 8 bekommen wir 18 heraus. 18 ist ein Vielfaches von 9 und daher ganzzahlig durch 9 teilbar. Wenn wir also nun eine Zahl auflegen, spielt die Reihenfolge der Karten auch keine Rolle, da die Quersumme bei diesen 4 Ziffern immer 18 sein wird und daher alle Zahlenkombinationen der 4 Ziffern durch 9 teilbar sind. Gehen wir weiter zur zweiten Aufgabe. Hier hast du 3 Zahlen, 851, 260 und 437 gegeben. Und du solltest jeweils eine Ziffer pro Zahl verändern, damit diese Zahl durch 25 teilbar ist. Versuche es zuerst alleine zu lösen. Wenn du eine Hilfestellung brauchst, werde ich sie dir aber noch vor der Lösung geben. Drücke ansonsten hier gleich auf Pause. Hinweis: Damit eine Zahl der 25 teilbar ist, müssen ihre letzten 2 Ziffern entweder 00, 25, 50 oder 75 sein. Schauen wir uns die Lösung nun gemeinsam an. Bei der ersten Zahl haben wir die letzte Ziffer, die 1, zu einer 0 gemacht. Da 25 50 teilt, also die letzten 2 Ziffern der Zahl, teilt 25 auch die ganze Zahl, also 850. Bei der zweiten Zahl können wir die zweite Ziffer, die 6, entweder in eine 0 oder eine 5 umwandeln, da 25 sowohl 200 als auch 250 teilt. Bei der dritten Zahl haben wir die 3 mit einer 5 getauscht. 25 teilt 75, also ist 25 auch ein Teiler von 475. Für die nächste Aufgabenstellung habe ich dir wieder eine Zahl aufgelegt, nämlich 751. Du bekommst nur 3 Ziffern zur Auswahl, nämlich 2, 3 oder 4. Und ich möchte, dass du eine der Ziffern entweder vor oder hinter die Zahl legst, damit die neue Zahl durch 6 teilbar wird. Wie immer, wenn du dir unsicher bist, gebe ich dir nachher noch einen kurzen Hinweis. Ansonsten versuche es wieder alleine zu lösen und drücke hier auf Pause. Der Hinweis: Damit deine Zahl durch 6 teilbar ist, muss sie durch 2 und durch 3 teilbar sein. Achte also auf die Quersumme der Zahl und ob sie gerade ist. Fertig? Gut, dann kommen wir zur Lösung. Wie beim Hinweis schon erwähnt, damit eine Zahl durch 6 teilbar ist,
muss sie durch 2 und durch 3 teilbar sein. Damit eine Zahl durch 2 teilbar ist, muss sie gerade sein. Unsere ursprüngliche Zahl 751 endet mit einer 1 und ist daher ungerade. Also 2 ist kein Teiler von 751. Das heißt, wir können keine Ziffer vorne an die Zahl dranlegen, sonst würde die Zahl ungerade bleiben und nicht durch 2 teilbar sein. Daher müssen wir eine Ziffer hinten an die Zahl ranlegen. Da 3 auch ungerade ist, bleiben uns nur 2 und 4 zur Auswahl übrig. Als nächstes müssen wir uns dann die Teilbarkeit durch 3 ansehen. Damit eine Zahl durch 3 teilbar ist, muss ihre Quersumme durch 3 teilbar sein. Wir überprüfen das bei beiden Zahlen. 7514 ergibt uns die Quersumme 7 plus 5 plus 1 plus 4, 17. Und wir wissen, dass 3 kein Teiler von 17 ist. Daher ist auch die ganze Zahl nicht durch 3 teilbar. Bei der zweiten Zahl, 7512, bilden wir wiederum die Quersumme. 7 plus 5 plus 1 plus 2 sind 15. 3 ist ein Teiler von 15, daher ist die gesamte Zahl durch 3 teilbar. Da 7512 sowohl durch 2 als auch durch 3 teilbar ist diese Zahl unsere Lösung. Das war soweit alles zur Videoreihe zu den Teilbarkeitsregeln. Es hat mich gefreut, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und hoffe, dich bald in einer anderen Videoreihe begrüßen zu dürfen.